Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Es geht wieder weiter. Wir sind hier am Aufstieg zum Bipper-Gipfel und haben im letzten Part mit einem Vorfahren von, ich weiß gar nicht genau, wie heißen die beiden? Ja, die beiden magischen Typen aus dem Sternental. Boah, viele Begriffe, die mir gerade nicht einfallen. Tut mir leid, auf jeden Fall haben wir den Sternstein bekommen. Damit können wir jetzt zum Kristallpalast emporsteigen. Genau. Und damit dann in den letzten siebten Dungeon vordringen. Ihr hattet gesagt, bei den Schneemännern gibt es noch ein Item. Bitte da unbedingt nochmal dran erinnern. Denn ich würde jetzt auf jeden Fall erstmal den Dungeon machen. Und danach nochmal nach den Schneemännern gucken, was da genau los ist. Aber damit das nicht in Vergessenheit gerät, vielleicht dann nochmal in 1-2 Folgen, ich weiß nicht genau, wie lang der Dungeon geht, erinnern, dass ich da nochmal... Oh Gott. Hinlaufe, ja. Was ist denn da los? Alter, was ein Aufstieg. Aber cool. Ja, und wird wahrscheinlich ein Eis-Dungeon sein, so wie das ausschaut. Ich bin gespannt. Wir sind stark, wir sind vorbereitet. Huah, let's go, wir greifen mal an. Erstmal ein bisschen fighten hier. Viele Gegner. Aber das hält uns nicht auf. Ich weiß gar nicht, wollen wir... Powerbombe und ein Hammer oder Sterndingens und... Ach komm, wir machen Sternsturm nochmal. Wir machen einfach den Sternensturm. Wir hätten auch ein Item einsetzen können. Ah ja, es kommen bestimmt noch ein paar Gegner. Da, 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 da. Wunderschön. Ach so, ja. Stimmt. Die alle Bodengegner trifft, reicht doch eigentlich, oder? Ah, nee. Oder? Wir probieren es mal. Wenn nicht, kriegen wir halt einen Treffer ab. Ist auch nicht so schlimm. Reicht. Durchschlägt das auch die Verteidigung? Kommt mir irgendwie fast so vor. Unser Zauber hat lange nicht mehr gewirkt, oder? Ein roter Block. Was ist das? Der Megasprungorden. Mario springt mit unglaublicher Kraft auf einen Gegner. Das hört sich auch nicht so schlecht an. Für einen Einzeltreffer. Megasprung. 6 PP mit Kraft, Wucht, Bums, Krawumm und Schmackes auf einen Gegner. Okay. Kostet 3 Punkte. Haben wir denn irgendwie sowas, was wir da rein investieren können? Schnellwechsel, Vermeider. Eigentlich nicht, ne? Aktuell ist eigentlich alles schön. Ja, Spion haben wir nämlich noch. Da, nee. Finde, dass du von einem ersten Angriff getroffen wirst. Den könnten wir eigentlich erstmal wieder rausnehmen. Den hatte ich vorher drin. Wegen den Blumen, glaube ich. Aber den könnten wir so erstmal wieder rausnehmen und könnten in was anderes rein investieren. Vermeider könnte ich noch. Aber eigentlich blocken ist ganz cool. Doppelangriff für 3 PP darfst du im Kampf 2 Items während einer Runde einsetzen. Ist aber eigentlich... Achso, kostet nochmal extra 3 PP. Ja. Gruppenfokus. Erdbeben, Wirbelschlag, Schlag plus, Powerhauer, V minus, Megadots, Schnarcher, für 2 PP versetzt dieser Gegnersprung. Okay, kurz Schlaf. Hört sich auch nicht schlecht an. Ja, Megasprung. Dafür kann ich dann halt den Multisprung nicht mehr. Mach ich mal. Wenn ich wechsle mal wieder. So, what? Ist hier noch was? Ich muss mehr mit what wieder rumlaufen. Glaube ich.
Dü, dü. Okay, Save Point. Let's go. Mhm. Was zum Healen wäre auch nicht nochmal schlecht. Weiß aber nicht, ob die da so gnädig sind. Doch, geil. Perfekt. Abfahrt. So, Dungeon oder was? Oder direkt Boss? Nee, Dungeon. Bestimmt der Dungeon, oder? Jo. So, erstmal einen Schluck Kaffee. Und einmal mit Watt ein bisschen rumlaufen. Okay, wir haben hier zwei Eingänge. Wir haben hier ein... Ah, das ist ein Spiegel. Ah, das ist ein Spiegel. Okay, wir machen jetzt mal einen Schalter hier. Ja, das ist ein Fahrstuhl. War das jetzt schlau? Ja, okay. Also, wir haben zwei Etagen. Ich gehe aber erstmal unten lang. Und wir haben einen verdammten Spiegel da hinten noch. Okay, hat das irgendwas? Das hat bestimmt irgendwas zu bedeuten mit diesem Spiegel, oder? Da müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Wir gehen erstmal in Tür Nummer 1 rein. Da war nochmal ein Safe Point. Okay. Da ist ein X. Passiert aber nichts. Vielleicht in der oberen Etage? Vielleicht in der oberen Etage? Ich weiß nicht. Oder vielleicht hier mal sprengen? Probiere ich das nochmal? Wenn das irgendwie nicht so gut passiert, mache ich nochmal so. Aber nö. Okay, gut. Müssen wir uns mal merken, ob das vielleicht in der oberen Etage noch... Zack, erster Griff. Ja, ob das in der oberen Etage vielleicht irgendwie funktioniert. Superbeben. Und die kennen wir auch nicht. Dann scanne ich die erstmal. Gumbario, let's go. Einmal scannen, ein Swoopula. Das ist ein Swoopula. Swoopulas greifen von der Luft aus an, klammern sich an dich und saugen dir deine KP ab. 8 KP, Angriffskraft 2, Verteidigung 0. Drücke den A-Knopf im rascher Abfolge, sonst saugen sie dir zu viele KP ab. Du kannst sie nicht... Was? Du kannst sie... Du kannst nicht hoch genug springen, um sie zu attackieren, während sie an der Decke hängen. Eine Erdbebenattacke sollte die entsprechende Wirkung zeigen. Deine fliegenden Freunde wie Boo und Paracarry können sie ebenfalls angreifen. Wenn sie von der Decke fallen, kannst du sie auch durch Sprünge angreifen. Uhu. Na dann. Super Baben. Leider zu schwach, um alle zu töten. Aber sie fallen ja trotzdem runter, ne? Ja. Da muss ich ordentlich reinmeschen, ey. Okay. So, wie viel... Wer macht... Mario macht 5, ja, mit dem Sprung. Und wie viel macht er jetzt mittlerweile mit seinem Sprung? 3. Ja. Aber die geben gute Erfahrungspunkte. Also alles in allem kriegen wir hier immer schöne Erfahrungspunkte. Bin ich ganz begeistert. Drum. Okay, jetzt hängen da schon 4 von der Decke runter. Ja, wir könnten Bombette benutzen oder wir machen hier mal ein Item. Da haben wir ja auch ein bisschen was. Sternwind haben wir mittlerweile 2-mal. Ich mach mal einen Blitzschlag, komm. Bam, Thunder. Da fallen sie nämlich auch von der Decke. So, jetzt die Frage... Multi-Kopfnuss teilt Kopfnüsse aus, bis der Aktionskommando verpatzt wird. Probieren wir mal aus. Ach so. Ah. Shit. Nein. Okay, ich habe irgendwie gedacht, der macht jetzt
Sprungangriff auf alle, aber das war nicht so. Shit. Ja, das hatte ich mir gerade anders vorgestellt. Naja, egal. Nicht so schlimm. Ich spring trotzdem auf einzeln auf Saale drauf. Ja, gibt ja wieder 8 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir haben dann schon 50. Hä? Jetzt wird meine Verteidigung erhöht. Ich wollte schon sagen, wir hatten lange keinen Zauber mehr. Aber das heißt, ich krieg gar keinen Schaden jetzt? Nö. Oh ja. So. Und dann wabbeln wir die nochmal schnell weg. Zack. Okay, ich glaube, jetzt könnte Gumbario echt mächtig werden. Weil ich dachte eigentlich, der macht jetzt so Flächenangriff, weißt du? Aber der kann ja jetzt einen Power-Douse auf denselben Gegner immer wieder machen. Das heißt, wir können den jetzt wirklich im Hintergrund immer hochladen. Und dann können wir diesen Angriff starten. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Okay, blauer Schlüssel, ein großer blauer Schlüssel. Ja, ist wahrscheinlich für eine Tür. Okay, Fledermäuse sind soweit down. Hier, das Kreuz. Das müssen wir uns merken. Ich save mal kurz. Rosa blauer Schlüssel haben wir eingesackt. Ja, wir können wir jetzt hier rein? Nee. Bäm. So, jetzt fahren wir eine Etage hoch. Ich kann möglicherweise da rein. Nee, auch nicht. Das ist auch nicht für den blauen Schlüssel. Okay. Oder doch? Doch, der ist dafür. Aber ich kann jetzt auch hier rein. Was ist ganz hinten? Ich kann auch ganz wieder raus. Mal gucken. Hä? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Aber da hinten habe ich ja auch schon... Da habe ich ja auch einen Spiegel. Ich bin verwirrt. Hä? Was? Was passiert hier? Hier ist auch wieder der Safe Point. Das Kreuz ist auch wieder da. Ich ignoriere mal die kurz. Hä? Ich bin mehr als verwirrt. Okay, egal. Ich gehe mal hier rein. Ich. Okay. Da können wir auf jeden Fall was wegsprengen. Bombette. Was sagst du dazu? Wollen wir mal hier was weghauen? Bam. Let's go. Okay, wo geht's hier weiter? So, jetzt ist das hier nicht mehr gespiegelt. Hä, doch. Ich kann da durchgehen. Was zur Hölle? Was ist denn hier los? Ich kann jetzt hinter den Vorhang in die andere Spiegelwelt. Da kann ich mich auch wieder durchspringen. Ich kann jetzt wirklich hinter den Spiegel latschen. Was ist denn das für ein Dungeon, Alter? Junge, Junge, Junge. Okay, jetzt kriege ich Kohle. Okay, dann ränge nochmal.
Mario ist da. Huch, wir sollten ihn besser ordentlich durchklopfen. Ist das geil. Das ist irgendwie schon cool. Okay, wie machen wir das am besten? Wir könnten 8 Schaden anrichten oder wir machen halt einen ordentlichen... Ich guck mal, was ein Megasprung macht. Drücke A kurz vor der Landung. 12 Schaden, Alter. Jawoll. Okay, nehmen wir mal einfach noch einen Body Slam. Halte A gedrückt und lass los. Bam. 5 Schaden. Schön weggedautzt. Ja, aber 12 Schaden ist jetzt auch nicht so viel, oder? Das ist halt echt nix. Also der Megasprung ist sinnlos, sorry. Guck mal, so mache ich schon 10 Schaden und verbrauche gar keine BP. Ah. Also den Orden kann ich gleich, den Orden kann ich gleich wieder rausnehmen. Nein, der echte Mario ist zu stark für uns. Wow. Tschüss. Ja, sorry, den nehme ich wieder raus. Also ganz ehrlich, was ist denn das? 12 Schaden? Ja, okay. Aber ich habe ja schon das Kommando richtig getroffen. Es ist, ja, irgendwie nicht so cool. Dann lieber was in Schlaf versetzen oder so. Ja, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Erdbeben, Wirbelschlag, Kuckuck. Ich habe 3 Punkte, die ich irgendwie verteilen kann. Das ist doch eigentlich ganz cool. Oder hier mal BP, HP regenerieren im Kampf. Mehr BP. Mach ich das mal mit rein. Ganz ehrlich. Jo, so. What, Alter? Los. Ja, haben wir doch bestimmt irgendwo... Nee, haben wir nicht. Mann. Okay, da passiert doch bestimmt was, wenn ich jetzt da hinten runterfahre. Das heißt, das ist wirklich was anderes hier hinten, ne? Wir haben gerade die ganze Zeit nicht unser Spiegelbild gesehen, sondern... Ihr wisst schon. Das heißt, wir sind jetzt hier auch auf einer ganz anderen Ebene? Alle so verwirrend. Oh Gott. Ja, ein Sternsplitter. Juhu. Ich bin super verwirrt. Okay. Gehen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Schauen mal, was uns da... Aha. Jo, geil. 10 Leben. Bam. Bam, 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 bam. Oh, eine gesunde Mischung auf jeden Fall. Ja, ich mach erstmal ein Superbeben. Bam. Okay, und dann... Ja, komm, ich mach einfach mal so. Weil der Typ verwandelt sich ja jetzt eh erstmal. Ach nee. Wow. Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Die ganze Zeit hat er sich immer verwandelt. So, Sprung. Zack. Und tschüss. Das kam unerwartet. Tatsächlich. Okay, 60 Erfahrungspunkte. Let's go. Läuft gut. Und wir teilen uns das auf jeden Fall so ein, dass wir dann bald unser Level abbekommen und dann unsere Punkte alle wieder aufgefüllt werden. So, hier könnte man durchbouncen. Wir gehen aber erstmal weiter. Let's go. Bam, bam. Ah, der ist neu, oder? Ne, der ist nicht neu, den kennen wir schon mal. Aber den machen wir auf jeden Fall fertig. Okay, wie mache ich's? Sprungangriff hinten auf den oder mache ich Flächenangriffe? Ich setze mal wieder ein Item ein, würde ich sagen. Mache ich zu selten, sag ich immer. So, okay, cool.
Und dann wechsle ich mal kurz zu Bombette und mache noch eine riesige Attacke. Eine Powerbombe. Bam, Alter. 7 Schaden. So, der... Jawohl. Einen Schaden nur kassiert und dann... Tschüssi. Der komische Koopa hat nur ein... ja, einen Erfahrungspunkt gegeben. Wie blöd. Okay. Ja, Leute, aber ich würde sagen, hier machen wir dann im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zusehen, gerne liken, kommentieren und bis zum nächsten Mal zu Paper Mario. Tschüssi.